Ein Doppelpass, der Gold wert war in Moskau. Durch Mesut Özils uneigennützige Vorarbeit konnte Miroslav Klose einmal mehr seinen Vollstreckerstatus untermauern und das WM-Ticket für Deutschland lösen. Mit dem 1:0-Siegtreffer, seinem 48. Länderspieltor, überholte der Wahlmünchner in der ewigen Bestenliste sogar seine Ex-Trainer Jürgen Klinsmann und Rudi Völler. Ich bin stolz auf die Mannschaft, weil die Mannschaft einfach auch, sagen wir mal, auch hier diesen Siegeswillen gezeigt hat, den wir eigentlich auch eingefordert haben. Hier vor 80.000, die gegen uns sind, haben wir gesagt, wir wollen hier das Spiel gewinnen und spielen nicht auf den Unentschieden. Und sie hat diese Vorgaben umgesetzt. Immer wenn möglich haben wir auch nach vorne gespielt und ein paar Konter gefahren und das war gut. Eine geschlossene Mannschaftsleistung, man kann kaum jemanden rausheben, aber wirklich jeder hat konzentriert. Sehr engagiert und super gespielt, wenig Fehler gemacht, was ist immer wichtig in so einem Spiel, dass man keine Fehler macht, die werden natürlich auf dem Niveau bestraft und dementsprechend kann man sehr, sehr zufrieden sein. Allen voran Mesut Özil, nach nur 5 Länderspielen wird der Bremer schon zu Recht als neuer Kreativkopf gefeiert. Doch genau wie Klose und Kapitän Ballack mit Knöchelproblemen wird der Spielmacher wohl am Mittwoch gegen Finnland eine Kunstpause einlegen dürfen.